Erstwähler und der Einfluss neuer Parteien werden die politische Landschaft in Spanien verändern. Insgesamt gehen mehr als 1 Million junge Menschen von insgesamt 35 Millionen Wahlberechtigten zum ersten Mal an die Urnen. Obwohl sie nur einen kleinen Teil ausmachen, konzentrieren sie sich auf Themen, die das Potenzial haben, vergangene Wahltrends zu ändern. Die heutige Generation ist sehr interessiert an der Gleichstellung der Geschlechter, am Klimawandel, an der Bekämpfung der Korruption von Politikern. Extreme sind nicht gut. Die Menschen sind in die eine wie in die andere Richtung extrem. Und das macht mir Angst. Die jungen Leute sehen sich einer viel komplexeren politischen Landschaft gegenüber. Ich meine, es ist gut, dass es unterschiedliche Parteien gibt, denn sie können zum Beispiel unterschiedliche Meinungen in einem Dialog zusammenbringen. Es ist eine positive Sache, aber wir müssen auch vorsichtig mit dem Extremismus sein und genau beobachten, wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Letztlich gibt es mehr Parteien, weil die Gesellschaft gespalten ist. Und sie sind sich den Gefahren des Internets bewusst. Fake News sind schrecklich für die Gesellschaft, etwas, wogegen wir kämpfen müssen. Aber sie sind, glaube ich, oft schwer zu erkennen. Wenn du an der Oberfläche der sozialen Netzwerke bleibst, wirst du immer Nachrichten bekommen, die falsch sind. Soziologen weisen darauf hin, dass die sogenannte Generation Z aufgrund ihres leichten Zugangs zu Informationen in den letzten Jahren politisch viel aktiver ist als andere. Ihre Persönlichkeit ist so ausgeprägt, dass sie die ältere Generation beeinflussen und neue Formen der politischen Kommunikation erzwingen. Erstens, das Internet. Sie wurden von Anfang an mit dem Internet sozialisiert. Zweitens, Respektlosigkeit. Sie kümmern sich nicht mehr um die etablierte Macht und gehen gegen alles an. Drittens, Unsicherheit. Sie wissen nicht, wie ihre Zukunft aussehen wird. Viertens, Innovation. Entweder sie ändern und bewegen sich oder sie werden keine Zukunft haben. Sie sind wie die Welt, in der wir leben, unstet, sich verändernd, ohne Gewissheiten. Sie springen sofort auf jedes Thema an. Eine politische Partei, die von ganz rechts kommt? Großartig, warum nicht? Eine Partei auf der linken Seite, die das ganze Land auf den Kopf stellt? Großartig. Warum nicht? Podemos war eine der Parteien, die politische Landschaft Spaniens nach ihrer Gründung 2014 verändert hat. Die purpurrote Partei profitierte von der Unzufriedenheit der 15M-Bewegung. Zusammen mit der Ciudadanos beendeten die beiden Neuen die Hegemonie der Volksparteien. Es ist wahr, dass es Dinge gegeben hat, die das Panorama radikal verändert haben, zum Beispiel in Bezug auf die Begrenzung von Mandaten, die Forderung nach Vorwahlen von Parteien, die Beseitigung bestimmter Privilegien, die auch im Mittelpunkt der politischen Debatte stehen. Ich glaube, dass die Tatsache, dass es mehr politische Parteien gibt, die Macht in gewisser Weise verteilt, die Möglichkeiten von Vereinbarungen verkompliziert und somit die Debatte eröffnet, mehr Diskussionen auslöst. Ich glaube, das ist immer positiv. Die Umfragen sagen einen neuen Spieler auf dem politischen Parkett voraus, die Vox. Es wäre der erste Parteieintritt einer rechtsextremen Partei seit 1979. Der Aufstieg solcher Parteien ist oft die Auswirkung bestimmter Ereignisse, wie hier die Wirtschaftskrise oder die Situation in Katalonien. Man muss bedenken, dass normalerweise neue Parteien, und das ist wichtig, mit emotionalen Momenten zu tun haben. Wenn diese Emotion verloren geht, wird die Partei ihre Unterstützung verlieren. In dem Moment, in dem sie nicht nur Emotionen vereinen, sondern auch den politischen Alltag bewältigen können, wird ihre Widerstandsfähigkeit viel größer sein. In einer Situation wie einer Wirtschaftskrise profitiert zweifellos die traditionelle Volkspartei, weil sie als besserer Krisenmanager wahrgenommen wird als neue Parteien. Erstwähler und die noch jungen Parteien auf der politischen Bühne werden das spanische Parlament noch stärker fragmentieren als bisher. Sie alle verändern die politische Agenda und etablieren neue Formen der Kommunikation. Dies wird sich nach den Wahlen vom 28. April noch weiterentwickeln. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.